Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich bin's Monia von simplelifestories.de. Simple Life Stories kennt ihr bestimmt schon. Falls nicht, unten ist ein Link direkt zu diesem Video und zum Blog auch. Vielleicht habt ihr Lust, mal vorbeizukommen. Also in diesem Video möchte ich mit euch diese netten kleinen Divider hübsch machen. Ich habe mir überlegt, ich habe mir hier diesen Feenschlei gekauft und ich fand den so schön, ich fand dieses Dark Chocolate so schön. Und dann habe ich festgestellt, dass der so irre klein ist. Aber gut, ist auch gar nicht schlimm. Ich wollte ihn eigentlich für Rezepte nehmen, aber dafür ist er wohl definitiv zu klein. Der passt besser so in die Handtasche. Ja, auf jeden Fall. Die Divider kann man trotzdem schön machen und ich habe gedacht, ich kann da vielleicht ein bisschen was dran sammeln oder mal gucken, was ich damit mache. Und wollte einfach dieses Papier dafür nutzen. Das ist relativ dünn, sehr schön, aber auch dünn. Deswegen so ganz alleine kann es nicht nachher. Und ich habe gedacht, ich könnte auf diesen Divider, der schon da drin ist, einfach was ja, draufkleben und den ein bisschen verschönern. Und das werde ich jetzt mal machen mit euch. Also ich mache einfach hier, lege das hier drauf und dann male ich das nach und schneide das aus, klebe die da drauf und dann, ja, dann dekoriere ich das Ganze noch ein bisschen mit ein paar Stickern oder sowas. Mal schauen, was wir damit machen. Ich male das jetzt mal einfach nach und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, und jetzt klebe ich das einfach hier drauf. Ich denke, was hier ganz wichtig ist, ist, dass ihr den hier gut einkleistert sozusagen, also mit dem Stift. Einfach, damit die Ecken nicht losgehen. Deswegen werde ich mal hier so direkt drüber gehen und auch hier auf die kleinen Stellen, dass wirklich alles irgendwie ja, mit Kleben versehen ist. Ja, auch wenn ihr euch da ein bisschen verklebt, könnt ihr auch noch mal da dran. Das ist gar nicht so schlimm. Ich werde nur versuchen, dass man hier so direkt an diese Linie kommt. Ja. Und jetzt ist es auch schon geschafft. So wird die eine Seite aussehen. Und dasselbe mache ich jetzt nochmal mit der anderen Seite. Nicht vergessen, Papier umdrehen. Wir brauchen ja gleich die andere Seite, damit das schön aussieht. Alles richtig rum. Und dann wieder mit dem Stift nachziehen. Alles wie gehabt.
dann wäre der Glühwein auch eigentlich schon fertig. Aber jetzt kommt natürlich der lustige Teil. Ja, ich habe mir einfach mal so ein Page Flag Set genommen und habe das hier abgemacht, weil ich dachte, sowas kann man immer dabei haben sozusagen und klebt die hier untereinander drauf. Die passen jetzt farblich noch recht schön dazu. Deswegen denke ich mal, werde ich das einfach so lassen und sozusagen zum Mitnehmen machen. Ja, und dann habe ich auch meine Page Flags immer dabei und kann die hier in den Faldo reinheften. Ja, das ist meine Idee für diesen Divider. Vielleicht habt ihr ja noch andere. Dann zeigt sie mir einfach in den Kommentaren.